Und damit hallo und herzlich willkommen zum neuen Let's Play. Und zwar zum Let's Play Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4. Wie schon angekündigt im gestrigen Infovideo. Ja, eigentlich ist es, seit ich das Infovideo aufgenommen habe, erst eine halbe Stunde her. Aber ich lade dieses Video hier erst einen Tag später. Darum könnt ihr euch jetzt dann schon mal freuen. Ich muss nur nochmal Störungseinstellungen. So, jetzt ist es ganz besser. Jetzt kann ich das hier mit dem Controller steuern. Und ja, ich würde sagen, mach mal ein neues Spiel. Ich habe das Spiel jetzt schon ein bisschen gespielt, aber natürlich nicht durchgespielt. Bin noch im ersten Schuljahr. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir direkt mal ins Abenteuer. Ja, nicht du, sondern du. Dann geht's jetzt los. Jo, da sind wir auch schon wieder. Das war jetzt ein kleines Intro. Ja, wir sammeln hier schon mal gleich Münzen ein. Ja. Wir haben es ja gesehen. Harry soll jetzt nach Hogwarts. Für alle, die den Film gesehen haben, für die muss ich jetzt gar nichts erklären. Aber es gibt ja immer noch welche, die den Film nicht gesehen haben. Für euch kann ich nur empfehlen, guckt es euch an. Das ist einfach nur noch geil. Und ja. Harry, der will jetzt, oder der kommt jetzt nach Hogwarts. Und diese nicht richtigen Eltern von ihm, glaube irgendwie nur Onkel und Tante, die wollen das eben verhindern. Aus irgendwelchen Gründen. Und ja, darum, aber der Hagrid, der hat da was dagegen. Und ja, jetzt geht's nach Hogwarts, würde ich sagen. Aber hier sind wir momentan noch in London, in irgendeiner, ja, wie soll man das nennen? Kneipe? Ja. In irgendeiner Bar halt, ja. Und jetzt können wir hier auch die Charaktere wechseln. Wir können auch Hagrid sein hier. Dann können wir hier den mal schweben lassen, den Oba hier. Lass mal den Oba schweben. Oder, ja. Ja, ui, ui, ui,
aber schwebt. So, dann können wir hier Wingardium Leviosa oder wie das heißt machen. So, jetzt können wir hier Harry hochschieben. Nehmen wir auf die Hand der Harry. Und dann können wir mit Harry hier das teilnehmen. Warte, auf welchen Knopf habe ich das eingestellt gehabt? Genau, hier. So, gehen wir mal die Treppen runter. Jetzt wäre schön, wenn es ja auch noch trifft, Junge. Oh. Und jetzt hauen wir das da mal ran. So, und jetzt können wir eigentlich hier schon... Können wir da jetzt durch? Warte, ich wechsle mal auf Hagrid. Ja, der kann... Weil der hat schon einen Zauberstab und Harry noch nicht. So, nochmal eine Aufgabe für Hagrid. Ja, und da kommen wir auch schon in die Winkelgasse. In der... Einkaufsstraße schlechthin für alle Zauberer. So, hier können wir gleich was machen. Machen wir direkt. Jo, dann kriegen wir was. Hier können wir auch noch was machen. Können wir nochmal Münzen. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie die heißen. Sollen wir die Lego-Steine oder Münzen nennen? Also ich würde sie einfach Münzen, weil es schön kurz ist. Ach, das finde ich auch nur noch geil. Solche kleinen Späßchen haben sie da ja oft eingebaut. Mich sieht keiner, mich sieht keiner. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Oh, okay, das reicht. Jetzt sind wir mal unter Harry. Ja. Was kann man sonst hier so in der Winkelgasse treiben? Lass mal hier den ganzen Cash einsammeln. Cash einsammeln. Das macht dem Harry Spaß. So, nehmen wir direkt mal Spinnemüll. Das juckt den Harry alles nicht. Dem sind Insekten wurscht. So, Blumen. Rein damit in den Topf. Was können wir noch reinstecken? Können wir noch bestimmt noch irgendwas. Da ist nochmal eine Hagrid-Aufgabe. Oh ja, super, super. Das ist ein Ding da kaputt. So, Zauber. So, und jetzt ist die Frage, was kann ich damit machen? Oh ja, das muss kaputt. Ah, ich glaube, vielleicht drauf, genau. Vielleicht drüber. Ja! Das gibt richtig Münzen. Ja, egal. Ihr wisst, was ich meine. So, was gibt's noch? Was kann man noch Schönes hier machen? Nehmen wir mal den. Mit dem guten alten Hagrid. Warte, ich glaube, ich weiß, was man hier machen muss. So, jetzt. Genau. Dann können wir den da oben befreien. So, dann kommt er also runter. So. Ich weiß gar nicht, wie lange wir aufnehmen, weil ich habe nirgendwo irgendwas gestellt. Ja, was können wir noch machen? Ja, hier machen wir mit Hagrid ein Eis. Ja, nehmen wir das halt mit Harry, ist egal. Und hauen rein. Und jetzt? Was passiert jetzt? Ja, sonst noch hier irgendwas? Nee. Können wir eigentlich schon... Aber, ja, hier müssen wir wieder zu Hagrid wechseln. Hier geht's jetzt nämlich in die Gringotts-Bank. Wer das noch nicht kennt, eben Harry Potter. Wie gesagt, sollte sich es unbedingt angucken. Was können wir hier machen? Cash! Wie sollte es anders sein in einer Bank? Wenn es da nicht um Geld geht, wo sonst? Was können wir sonst noch machen? Immer schön alles inspizieren. Auch Bücher. Nehmen wir auch noch mal ein bisschen was. Ah, hier. Lampe können wir auch. Damit der Kerl auch Licht hat. Und da, der braucht auch noch Licht, glaube ich. Das wollte ich jetzt sagen, aber gibt auch. Boah, hier fliegt alles miteinander. Ja, den machen wir auch noch gleich in den Sack. So, was gibt's noch?
Dich machen wir noch an. So, da hinten müssen wir noch eine ausleuchten. Aber die nicht gerade schon, ich weiß es nicht. Geht die dann wieder auf? Ich weiß es gar nicht. Egal, auf jeden Fall, dann machen wir jetzt den hier. Also ich kann nur sagen, mir hat das Spiel übel Spaß gemacht zu spielen. So, die machen wir auch noch ein Licht an. Ah ja, ich wollte ich wieder nicht, aber macht ja nichts. So, hier einfach mal über die Theke springen. Juckt niemand. Das merken die gar nicht. Ja, das aus. So, wer halt jetzt immer noch kein Licht? Du, da hast kein Licht. So, und jetzt war es eigentlich schon. Können wir hier den mal sagen, da ist was los, ne? Den kleinen Kobold hier. So, der kann jetzt hier gerade mal das Ganze hier öffnen. Nehmen wir den jetzt mal, den werden wir wahrscheinlich nicht lange haben. Und dann hier machen wir nochmal. Ach, kriegt der das hin? Wow, das kriegt der nicht hin. Das kriegt wirklich nur stark. Der macht okay, dann nehmen wir jetzt mal lieber hin. Der hat ja auch so Zauberstab. Harry bringt uns jetzt noch nicht sonderlich viel. Mhm. Was können wir hier? Ach, hier. Ah, da brauchen wir doch wieder Kobold. Muss man auch dauernd wechseln. Dann, kann man das Spiel auch gut zu zweit Let's Playen, aber ja, es geht auf jeden Fall alleine auch für ihr. Ich kann mal das Bild machen. Von dem Kobold. So, jetzt können wir noch mal was machen. Den mal weg. Und da erschreckt er sich. Ah, da gehen wir durch. Ab und rein in den Wagen. Jo, da sind wir schon. Hier. Ja, was können wir hier jetzt? Jetzt brauchen wir wieder den hier, oder? Ja, da können wir, glaube ich, noch was machen. Fackeln. Können wir sonst noch was machen? Nö. Dann nehmen wir mal wieder den Kobold und öffnen das. Ja, würde sagen, das ist eben verließ. Trotzdem war alles interessiert. So, sonst ist hier auch nichts. Ja, Hagrid läuft irgendwie ein bisschen lustig. Wenn man langsam mit ihm läuft, das ist richtig krass. So, ja. Der scheint was Heißes, ich meine was Scharfes gegessen zu haben. So. Soll ich nicht mal ausbrennen, aber woanders. Nehmen wir wieder einen Kobold. Das könnte vielleicht schon Harrys Verlies sein. Oh ja, da sieht man schon die ganze Kohle. So viel hat nur Harry. So, jetzt freut er sich. Oh.
Und jetzt wollte ich gerade noch was sagen. Sowas wie mit diesen Disco-Kobolden, die man gerade gesehen hat. Sowas, das finde ich einfach geil gemacht. So ein bisschen Humor reingebracht. Und sowas kommt ja im Film nicht vor. Und hier sehen wir schon einen Pfeil. Ja. Da kommen wir auch rein. Ja, und da haben wir das erste Level abgeschlossen. Freies Spiel, freigeschaltet. Hauswappen. Hammer 1. Dann. Wahrer Zauber. Hammer 45%. Zauberer. Stats insgesamt. Ach, das sind Stats. Schön zu wissen. Ja, haben wir jetzt 31.580. Und Schülerngefahr haben wir eingeholt. Und goldener Stein. Haben wir auch einen. Sogar zwei. Das ist toll. So, und dann würde ich sagen, bedanke ich mich wie eigentlich. Ach nein, wartet mal. Jetzt könnte man noch theoretisch sich uns das anschauen, weil jetzt kommt noch ein kleiner. Ich habe es ja schon ein bisschen vorgezockt. Ein kleiner Teil und danach noch ein Schuss. Damit wir schon mal einen Einstieg fürs nächste Mal haben. Ja, und damit wären wir schon in Hogwarts. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war's auch schon vom ersten Part. Let's Play Lego Harry Potter. Im Übrigen, das muss ich jetzt einfach noch sagen, ohne Lex. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Euer Blub. Ciao.